Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Und mir ist gerade was aufgefallen. Moment, ich mache mal erstmal wieder hier den hier, damit ihr überhaupt wisst, was ich meine. Wir haben ja hier unsere, was ist das hier, unsere Akademie. Und ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir die von hier hinten nach da vorne verlagern. Ne? Das sollte dann doch auch so ein bisschen was bringen in Richtung... ihr wisst schon. Ausgleich und so. Aber erstmal, wie gesagt, ist Wasser wichtig. Dann würde ich hier ganz gerne die Wege weiterbauen. Weg. Moment, ich pausiere mal ganz kurz. Es ist einfacher. Solche Geschichten zu machen, wenn der Vogel mal ruhig in der Luft steht und sich nicht bewegt. Das ist ansonsten schon mit der Kamera irgendwie so eine Sache hier für sich im Spiel. Wenn das steht, ne, wenn es unser Königreich steht, dann geht's. Aber wenn sich der gute Teil dann auch noch bewegt, die ganze Zeit, dann so ein bisschen so schwierig. So, Weg. Moment. Der 3 Grad, der geht sogar 3 Grad zurück. Ja, das kann so nicht bleiben. Das ist ein bisschen sehr happig. So. Das ist dann erstmal das, was hier als nächstes durchgeführt werden soll hier von unseren Leuten hier. Dann, wo ist das Wasser? Wasser. Ja. Komm langsam, aber sicher dahin. Sollten auch in der Lage sein, schon so ein paar Flieger. Nein, was mache ich denn? Dahin zu setzen, ging glaube ich nur. Ich mache mal 5 rein. So. Mehr ging, glaube ich, eh nicht. So, Dille. Ja, schnell mal unseren Wasservorrat auftanken. Wir haben noch 22 Liter, 80 gehen Maximum. Dann würde ich mal gucken, ob wir das hier so maximal dann auch aufgefüllt bekommen. Wäre von Vorteil, das zu machen. Wie weit geht es hier mit den, wie sieht es mit den Wegen aus? Seid ihr dabei? Seid ihr fertig? Hier vorne tut sich irgendwie noch nichts. Bisschen mehr Engagement. Achso, klar, da kann ja, ich habe ja nur einen frei. Ja, dann sind sie mit dem Fliegen beschäftigt, um Wasser zu tanken. Der muss hier alles alleine machen, der Arme. Schwingt den Hammer. Maus, ne? Der Maus, der schnelle Tastatur. Sollte vielleicht die Empfindlichkeit ein bisschen runterstellen. Ein gesichtsloser Arbeiter berichtet sein Werk. Sein Tageswerk. So, wie sieht's aus? 48 Liter haben wir von maximal 80. Boah, dann lass mal kommen. So, Weg ist jetzt fertig. Dann würde ich das Moped gerne bewegen. Von da hinten weg. Nach hier vorne. So es denn geht. Warte. Wieso geht das nicht? Ah, jetzt. So. Du bleibst schön hier, mein Freund. Was hat er denn jetzt dafür? Juhu! Einmal die Leute durchschleudern. Uah. Kotzt mir nicht in den See, weil wir können das Wasser nicht mehr von trinken danach. So. Wie sieht's denn jetzt aus? So rein optisch betrachtet. Das macht doch schon einen wesentlich besseren Eindruck. Auf den ersten Blick. Würde ich mal behaupten wollen. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch fast wieder. Ja doch, würde sagen, so ziemlich, ne? Im Gleichgewicht. Das ist doch nicht verkehrt. So, Wasser tanken. Wie viel dieser haben wir aktuell? 68. Da kommt noch einer. 71. Oh, so langsam laufen wir jetzt hier auf die 77. Sehr cool. Ja. Dann
Moment. Achso, wo bist du? Würde ich sagen, reicht das. 80, alles klar. Wir sind voll. Cool. Was sagt die Karte? Ich bin ja so gar nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Aber ja, okay. Ich sehe es gerade. Wir würden da hinkommen. Das ist die Gegend. So, nochmal kurz kontrollieren. Jo, sieht gut aus. Das ist schon ein ganz schöner Brocken hier, so muss man schon sagen. Ja, alleine schon hier der Wohnkomplex hier. Holla die Boller. Und ich habe geguckt, irgendwie, die sind alle bis auf einer, sind da zufrieden. Ne? Wenn man hier mal ganz kurz drauf geht. Aktuell muss eine Sehnsucht erfüllt sein, damit die Einwohner überglücklich sind. Ich glaube, für 11 Einwohner durch nahe Gebäude. Immerhin, also hat das Ding doch mehr Auswirkung, als ich vermutet habe, hätte, wenn man hier mal so diesen Einzugsbereich sich da anguckt. Ne? Das sieht sehr klein aus. Aber das Ding bringt dann doch etwas mehr als gedacht. Erfreulicherweise. So, wo ich hier gerade so gucke. Ich mache nochmal ganz kurz hier Pause, weil ich sehe gerade, vielleicht kein schlechter Gedanke, noch hier noch so ein bisschen Weg zu machen. So, nein. So, reicht das? Dann hier auf der Seite. Ist der nicht symmetrisch? Ich bin nicht da genau in der Mitte irgendwie platziert oder so. Oder meine ich das nur? Das sieht eigentlich, Moment, das müsste eigentlich stimmen. Doch. Mein innerer Monk ist jedenfalls zufrieden. So auf den ersten Blick. So, Nahrung sieht noch gut aus. Wasser sieht sehr gut aus. Holz, Lehm, Eisen haben wir gar nicht. Glas, ein bisschen. Wir haben auch noch überhaupt kein. Was ist das da? Stoff, ne? Leinwand. Keine Leinwand. Das war's. Das war das Wort, das befehlte Leinwand. So, dann würde ich doch vorschlagen, wir gucken mal, dass wir hier so ein bisschen noch Holz nachtanken können. Jetzt hier in dieser neuen Gegend. Relativ neuen Gegend. So, dann lass mal hier die Flieger fliegen. Und wir gucken uns mal hier noch so ein bisschen um, soweit es machbar ist. Da gibt es Quarz, das ist cool. So, bitte hier schön bleiben, nicht weiter fliegen. Das ist Dickicht, da kriegen wir Nahrung. Das könnten wir auf jeden Fall mitnehmen, das sollten wir vielleicht sogar auch mitnehmen. Da hinten sehe ich Lehm. Da ist auch nochmal Quarz. Holz, was ich jetzt so auf den ersten Blick nicht sehe. Es kann aber auch sein, dass ich das übersehe oder noch nicht im Blickfeld habe. Ist irgendwie so ein weiteres Königreich. Ne? Das war eine Siedlung, aber die interessiert mich erstmal weniger. Auch Relikte, also Ruinen vielmehr, sehe ich hier so gut wie keine. Das ist relativ wenig. Keine ist immer. Ist immer so, meh. Ja, so eine Sache für sich. Gut. Moment. Wie viel kann ich eigentlich einlagern? Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Gab es da eine Grenze? Hier nehme ich nichts. Geht das irgendwie endlos? Hier mit der Kohle, das ist klar. Da müssen wir, oh ja, Kohle. Das ist das nächste Thema. Wir haben zwar noch 41, aber ewig reicht das auch nicht.
Und ich bin mir hier nicht sicher, ob ich hier Kohle sehe im Augenblick. Moment mal. Ist das? Das könnte Kohle sein. Das könnte Kohle sein. Moment, aber noch irgendwas in der Richtung. Nee, das war dicht. Sorry. Kabel vom Mikro beim Weg. Aber ich musste mir unbedingt die Nase kratzen. So, oh, hier. Ah, da sieht man es. Ja, komm hier. Genug. Was haben wir denn? 74, das ist in Ordnung. Kohlevorkommen. Ran da. Was sein muss, muss sein. Wir brauchen Kohle. Wir haben zwar noch 40 Einheiten, aber besser ist das. Bin ich steht. Waren wir da schon mal? Ich glaube ja. Das war dieser eine Baum, ne? Dieser besondere für den Garten. Ich meine, das wäre der gewesen. So, dann hauen wir uns da noch ein bisschen Kohle um die Ohren. Zu viel wird das eh nicht sein. Was wir da abbauen können, glaube ich. Ich sehe es, ja, wir sind da am Limit. Ja, dann, aber 55 ist in Ordnung, damit kommen wir erstmal ein Weilchen hin. Das heißt, andere Dinge kann ich jetzt erstmal nicht einlagern. Wir müssten dann Holz verbrauchen. Beziehungsweise, das ist Unsinn, was ich da will. Ja doch, ja, wir müssten schon Holz verbrauchen, aber wir haben ja da Mittel und Möglichkeiten, die ich noch nicht erschöpft habe. Pausiere mal ganz kurz, damit ich hier wieder in aller Ruhe entsprechend gucken kann. Wir haben doch hier ein Lagerhaus. Ah, da brauchen wir drei. Achso, der braucht drei Auftrieb. Entschuldigung, ich hatte erst gedacht, wir brauchen drei Lagerhäuser. Nee, nee. Auftrieb 3. Also verbraucht der wie. Ja, das geht aber. Ein Lagerhaus. Besser vielleicht sogar zwei. Lagerung. Lagerhaus. Egal, ne? Oder? So, hallo. Egal, ist das von da so hin? Eins hätte ich ganz gerne an der Stelle. Ein weiteres. Dreh dich. An dieser Stelle. Dann hätten wir zwei dicke Lagerhäuser. Dann brauche ich natürlich noch Weg. Als Moment, so. Damit die Leute da auch ankommen und so. Ja. Mal hier Weg. Einmal da Weg. Und hier nochmal Weg. Das gleiche auf der anderen Seite. Moment, ich drehe mich mal so rum. Das ist der Weg kürzer. Der Weg für den Weg ist kürzer. So. Hallo? Wie ist los? Okay. Alles klar, weiter geht's. So, das sollte auch jetzt erstmal wieder so ein bisschen. Jetzt ist er in der anderen Richtung unterwegs. Jetzt neigt er sich nach vorne. Ist nicht schlimm. Wir müssen ja sowieso noch Wohnraum uns besorgen. Da hätten wir jetzt wieder Möglichkeiten. Cool, wir hätten jetzt auch die Möglichkeit, Quarz einzulagern. Aber die sollen erstmal da die Lager hochziehen. Das geht ja relativ schnell. Hoffe ich. Ja, das ging hin. Da bin ich ohne Sorge. Das schaffen die. So. Ich kann ja schon mal mich dahin bewegen. Trotzdem, der muss ja da jetzt nicht da in der ganzen Zeit über
in der Gegend rumstehen. Da hinten scheint was Größeres zu sein. Da ist Wasser. Ah, sehr cool. Technologie, Stadtzentrum verbessert. Erhalte mehrere Ressourcen zurück, wenn du Gebäude umstürzt oder abreißt. Sehr gut. Dann schauen wir doch mal, was wir uns so als nächstes antun. Ressourcen. Erhöht die Effizienz um 50%. Ja, was ist das? Lehmhütte. Ich glaube, sollten wir machen. Eins von beiden oder zumindest erstmal mit einem von beiden irgendwie anfangen. War das hier? Lagerhaus. Erhöht den Lagerhaus um 50%. Das machen wir. Das machen wir. Zusätzlich zu den Lagern, die ich jetzt noch baue, dann auch noch direkt obendrauf die Lagerkapazität erhöhen. Ist nicht verkehrt. So, finde ich. Da haben wir sozusagen noch einen Bonus, wenn man so will. Die Lagerhäuser sind jetzt auch fertig. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay. Gut, das müssen wir im Auge behalten. Quarz. Ich wollte. Wie sieht's aus mit den anderen Sachen? Das geht noch. Ich wollte Quarz bauen. Wir haben hier Holz, hier haben wir Lehm. Das sollte man vielleicht auch noch mitnehmen. Ja gut, wir haben 25 Lehmziegeln. Bisschen mehr zu haben, ist glaube ich nicht verkehrt. Ein paar Ressourcen auffüllen, denke ich mal, ist keine schlechte Sache. Solange unsere Lagerkapazität da mitmacht. Was gut wäre, wenn man hier noch pro Lagerhaus irgendwie sehen könnte, wie da so die Auslastung ist. Es ist ja schön, dass hier angezeigt wird, was man so alles bauen kann oder ne, umgestalten kann und so. Ganz nett. Aber so ein paar Zusatzinformationen in dieser Richtung wären hilfreich, finde ich. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass er da so eine leichte Neigung nach hinten, nach vorne hat. Ja, wie sieht's aus? Quarz? Irgendwie alles weg? Nö, die sind noch dabei. Ich kann noch einlagern. Ja, geht. Aber man sollte es nicht übertreiben. Siebenundzwanzig verbleibend. Knickinger Optik. Jo. Ungefähr 3 pro Flug. Ist nicht so viel, ne? Immerhin sind 5 Flieger im Einsatz. Apropos 5 Flieger im Einsatz, wo sind die? Hab ich da irgendwas nicht mitgekriegt? Hallo? Na, jetzt. Stürzen sich darunter. 21. Ja, das sieht aber schon ganz gut aus. Wir haben 24 Einheiten Quarz aktuell. Naja, es wird auch immer wieder Quarz verbraucht, logischerweise. Die machen natürlich, die bauen natürlich sofort Glas oder machen sofort Glas daraus. Alles klar. 9 verbleiben. Ja, komm, die 9, die nehmen wir noch mit. Dann ist das aufgebraucht, die Mine da unten. Und dann würde ich noch ein bisschen Lehm tanken wollen. Nahrung wäre vielleicht auch noch eine gute Idee. Vielleicht sogar eher noch als Lehm. Was ist das? Dickicht. Das ist cool. Wir machen uns auf den Weg zum Dickicht, würde ich sagen. Wie sieht es hier aus?
Sehr gut. Wir machen uns erst einmal hierhin auf den Weg, um etwas Nahrung nachzutanken. Und dann würde ich ganz gerne da auf die hier irgendwo da das Königreich mal besuchen. Ich glaube zumindest, dass es da ein Königreich sein könnte. So, ran mit den Fliegern. Dann haut mal die Lager voll. Für die Nahrung. Wasser sieht noch ganz gut aus. Sonst ist hier weiter nichts Interessantes. Moment. Was ist das da unten? Eine Siedlung oder so wahrscheinlich. Einen Augenblick. Kriegen wir das irgendwie im Blick? Ja, das ist einfach nur eine Siedlung. Okay. Jetzt nicht so was wahnsinnig Spektakuläres. 49 von 80. Wohin wollte ich jetzt nochmal? Nächste Richtung. Nee, da will ich nicht hin. Ich will genau in die andere Richtung. Hä? Da habe ich mich dann aber gerade dann mit dem Blick ein wenig vertan. Ich will nicht schon wieder in die gleiche Richtung zurück. Hier müssen doch noch andere Königreiche sein. Ich ist ein bisschen komisch. Gut, wir werden das herausfinden, wie das da so aussieht mit den anderen Königreichen. Ab der nächsten Folge. Und, achso, ja. Kurz mal hier den Flieger nochmal in den Blick nehmen. Wie sieht's denn aus? Wir haben 66 von 80. Wow, ganz gut. Ja, wir werden also hier erstmal noch die Nahrung so weit wie möglich und aufstocken, ne, soweit das hier mit dem Dickicht geht, was das noch so hergibt. Wir sollen das allerdings auch hier mit dem Gesamtgewicht nicht übertreiben, sich gerade. Und ja, da muss ich mal schauen, wie das muss doch noch andere Königreiche hier so im Nahbereich geben. Würde ich mal ganz stark vermuten. Gut, wie es sich damit verhält, werden wir herausfinden ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.